200.000 oder 250.000, genau weiß man es nicht. Als Ludwig XIV. Den Protestanten 1685 in Frankreich den Schutz entzog, flohen sie, trotz des Verbotes, das Land zu verlassen. Mehr als 20.000 kamen nach Berlin, Glaubensflüchtlinge. Seitdem ist dieser Ort ein Refugium. Hier übte man die Toleranz ein, die später so oft verweigert wurde. Das Leben in der Stadt aber bleibt eine Schule der Toleranz bis heute. Und Religion blieb in der Geschichte oft ihr Gegner. Und für Millionen Menschen ist das Bekenntnis zu Jesus von Nazareth heute mit massiven Nachteilen verbunden. Sie sind Bürger zweiter Klasse, denen die Ausübung ihres Glaubens und andere Grundrechte verwehrt bleiben. Zerstörte Häuser, niedergebrannte Kirchen, Vertriebene, Vergewaltigte und ermordete Männer und Frauen. Christen werden in vielen Ländern der Erde verfolgt. Obwohl sich alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verpflichtet haben, alle Grundrechte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu achten, verstoßen viele Länder gegen die zugesicherte Gedanken-, Gewissen- und Religionsfreiheit. Und auffällig, bei Menschenrechtsverletzungen bleibt der Protest oft dann aus, wenn die Religionsfreiheit von Christen bedroht wird. Wer prangert den unaufhaltsamen Exodus von Christen im Irak oder verurteilt die Übergriffe auf Christen in Nigeria oder Indien? Niemand kann seine Hände in Unschuld waschen. Früh am Morgen fassten alle, die hohen Priester und die Ältesten des Volkes, einen Beschluss gegen Jesus, dass er getötet werde. Und sie fesselten ihn, führten ihn ab und überlieferten ihn Pilatus, dem Statthalter. Darauf, als Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt worden war, reute es ihn. Und er wandte sich mit den 30 Silberlingen an die hohen Priester und Ältesten und sagte: Ich habe gesündigt, unschuldig Blut habe ich überliefert. Die aber sprachen: Was geht das uns an? Siehe du zu. Da warf er die Silberlinge in den Tempel, wich aus, ging weg und erhängte sich. Die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es ist nicht erlaubt, sie zum Tempel gut zu werfen, es ist Preis für Blut. So fassten sie einen Beschluss und kauften damit den Töpferacker zum Begräbnis für Fremdlinge. Darum wird jener Acker Blutacker genannt, bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesprochen war. Sie nahmen die 30 Silberlinge, den Preis, mit dem eingeschätzt war, der Geschätzte von den Söhnen Israels, und gaben sie für den Töpferacker, wie der Herr mir befohlen. Jesus aber wurde vor den Statthalter gestellt, und der Statthalter fragte ihn: Du bist der König der Juden? Jesus aber sprach: Du sagst es. Und als er von den hohen Priestern und Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts. Darauf sagt Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie viel sie gegen dich bezeugen? Doch er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, so dass der Statthalter sehr erstaunt war. Jeweils zum Fest aber pflegte der Statthalter einen Gefangenen der Menge freizulassen, welchen sie wollten. Sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen, genannt Jesus Barabbas. Als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Was wollt ihr? Welchen soll ich euch freilassen? Jesus den Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Er wusste nämlich, dass sie ihn aus Neid überlieferten.
Während er auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, tu jenem Gerechten nichts an, denn seinetwegen habe ich heute im Traum viel gelitten. Die hohen Priester und Ältesten überredeten die Menge, dass sie Barabbas losbitten, Jesus aber ins Verderben bringen. Der Statthalter hob an und sprachen, welchen der beiden soll ich euch freilassen? Sie sprachen, Barabbas. Sagt Pilatus zu ihnen, was soll ich tun mit Jesus, der Christus genannt wird? Sie sprachen alle, kreuzige ihn. Er aber sprach, was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch viel lauter, kreuzige ihn. Als Pilatus sah, dass es nichts nützte, sondern eher ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser, wusch sich vor der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig an diesem Blut, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Darauf gab er ihnen Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, dass er gekreuzigt werde. Darauf übernahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, brachten ihn ins Prätorium, versammelten um ihn die ganze Kohorte, sie zogen ihn aus, legten ihm einen purpurnen Umhang um, sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie ihm auf den Kopf und einen Rohrstock in seine Rechte, und sie knieten vor ihm nieder, verspotteten ihn und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spuckten ihn an, nahmen den Rohrstock und schlugen auf seinen Kopf. Lassen Sie uns auch an dieser Stelle eine weitere Strophe von Paul Gerhards Passionslied O Haupt voll Blut und Wunden singen. Die sechste Strophe, ich will hier bei dir stehen. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht, von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz zerbricht, wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß. Als dann will ich dich fassen in meinem Armutsschoß. Lassen Sie uns nun zur letzten Station unseres Kreuzweges aufbrechen, zur St. Hedwigskathedrale. Wieder sind Sie aus der Mitte dieser Prozession eingeladen, das Kreuz zu tragen.